Ja, das Wannfarbe fragen, ob es etwas Neues gibt. Zeichen, die ich deuten kann. Wir sollten uns mehr Sorgen machen um die Dämonenarche, die uns jetzt bekannt ist und die vermutlich hier in der Nähe ist. Welche Arche meinte denn? Nun ja, wie hieß sie gleich nochmal? Diese krabbelnde, kriechende Unterwasserarche. Wurzelkaserin? Den Klatsch von dem Maraskaner meinte er. Genau, diese. Die Wurzel, hieß sie Wurzelkaiserin? Glaube ja. Nein, aber die soll auch auf der anderen Seite der Halbinsel sein. Ich denke nicht, dass sie uns Sorgen machen müssen. Abenteuer. Nun, wir sollten uns beeilen. Lass uns weiterfahren. Ich tut gerade so, als könnte ich da was dran machen. Bei der Suppe. Na gut. Die Reise geht weiter und nach einer weiteren Stunde könnt ihr ein Dorf auf der Karte erkennen, was Aviander selber nicht zuordnen kann. Das wird es vermutlich sein. Halt die Segel, lass den Anker runter, wir sehen uns das an. Macht ein Ruderboot bereit. Ich denke, vom weiten Schwehen können wir vergessen. Wir werden mit Männern dahin gehen müssen, um uns das anzuschauen. Und dann. Beiboot klar machen! Beiboot klar machen! Sicher, dass wir es bei 1 lassen sollten, Kapitän. Vielleicht sollten wir ein paar Dukatengardisten zwei Hände voll mitnehmen. Schaluppe ist groß genug. Diamantes, wir haben einen Drax bezwungen. Was soll in diesem Dorf warten, das uns noch schrecken kann? Vielleicht mehr von diesen Nachtwinden. Vielleicht ist auch Unauffälligkeit unsere beste Waffe. Dann sagen wir Abemir ist ein Magier und rennen ganz schnell weg. Und ich renne immer noch schneller als ihr, Boltaf. Ja, genau, das meinte ich ja. Von mir werden Sie nicht erwarten, dass ich ein Magier bin. Oder schnell rennen kann. Oder schnell rennen kann. Und dann, blub. Wir werden sehen, wie es aussieht. Wir rudern an Land, fragen einfach den Erstbesten. Ja, denken wir mal Fischer, den wir sehen können. Wie viele Leute sollen euch denn begleiten? Wollt ihr ein paar von den Maraskanern mitnehmen oder von den Burschen, damit sie das Rudern lernen? Ja, gibt uns 4 Stück mit. Alles klar, 2 Beiboote, ihr Offiziere rein. Ich werde die Vertretung machen. Hi. Nein. Und dann viel Spaß. Also könnt ihr euch mit viel Platschen und Eintauchen von Rudern ins Wasser hinüberziehen lassen von den Halbmatrosen. Jalan bekommt eine ganze Menge Wasser wohl auch in seine Kleidung reingeschippt. Aber irgendwann könnt ihr die Felsklippen mit dem Ruderboot im Nebel so anlanden, dass ihr euch mit dem Seil festmacht und dann eine kleine Treppe aus Stein die Felsformation nach oben gehen könnt. Passt auf die Boote auf. Wir sind bald wieder da. Als ihr die Treppe nach oben steigt, könnt ihr ein kleines Schild erkennen, beziehungsweise einen Stein, einen Wegstein, in dem dann wohl der Name eingraviert worden ist: Malonkach. Bewohner 4. Nicht unser Dorf. Nun, vielleicht wissen Sie, wo das Dorf liegt. Ja, wir fragen einfach einmal nach. Ja, wenn wir Bitte, schon mal am bitte, Land geht sind. voran. Ja, dieses kleine Dorf besteht aus 4 kleinen Karten, die hier um einen Zierstein herumstehen. Sieht so ein bisschen aus, als ob da in den Stein etwas reingraviert worden ist. Könnt gerne mal auf entweder Götter und Kulte oder Steinmetz würfeln, denn das ist eine Steinmetzarbeit. Vielleicht wisst ihr ja, was es darstellen soll. Das ist eine breite Spanne. Komm, Ja. Götter, Kulte. Mit 6 Punkten vermutlich nicht. Urtulamidisch? Würde ich sogar zählen lassen, ja. Also Steinmetz geschafft. Geh nach Hause. Boltax erkennt, dass es eine Kröte ist. Und Abelmir und Zulamin ist auch bekannt, dass es Kröten. Es sind keine Götter, sie werden aber als Götter verehrt. Tur Amash, die wohl eine krakonische Göttin ist. Eine Froschwesenheit.
Und während ihr euch das betrachtet und Boltax anerkennt, nickt, dass das wohl eine tatsächlich gute Arbeit ist, könnt ihr sehen, wie eine lumpige Gestalt aus einem der Häuser heraustritt, in schwarze Gewänder gehüllt, sodass man das Gesicht nicht erkennen kann und dann euch mit einem Dolch an der Seite misstrauisch beäugt. Seid vorsichtig. Sie beten hier zu komischen Göttern. Willkommen in Malonkach. Was führt euch hierher, Reisende? Ups, haben wir wieder den Ellenbogen an. Die Zwölfe zum Gruße. Wir sind Durchreisende. Wir suchen ein Dorf. Ja, das ist Malonkach. Seid ihr sicher, dass ihr hierher wollt? Nein. Ihr seht so aus, als ob ihr euch verlaufen hättet. Gewissermaßen. Der Nebel. Ah. Ihr kommt aus dem Meer, Ei. Seid ihr Piraten? Nein. Wie können wir euch helfen? Eine Auskunft wäre ganz hilfreich. Wenn ihr dann wieder geht, Ei. Das ist unser Ziel. Wir wollen nicht hier bleiben. Ist etwas klein. Nichts für gut. Dann sagt. Hallo, was wollt ihr? Verschwindet ja. Wieder. Nun, wir suchen ein gewisses Dorf. Ach, Raffi, wie ist es nochmal? Ich bin mir nicht sicher. Lasst uns wieder gehen. Meint ihr wirklich? Ich möchte nicht mit diesen Menschen sprechen. Aber ihr könnt diesen Menschen auch mitnehmen und einfach auf Meer zurücklassen. Nein. Was ist... Sulamin, verzeiht bitte für die Störung. Wir gehen wieder. Ja. Vielen Dank. Denke ich auch. Wir sind nicht gut zu sprechen auf Diebe. Oh, lasst euch versichert sein. Wir haben nicht vor, irgendetwas zu stehlen. Wir sind bereits wieder auf dem Weg zurück. Gehabt euch wohl. Eure Götter mit euch. Danke. Und die Götter mit euch. Pack ich Diamantes an der Schulter und zieh ihn mit. Das ist euer Problem! Immer noch blutrünstig in seine Richtung. Der gefällt mir nicht. Gefällt er auch nicht, aber ihr müsst ihm nicht mit offenem Gesicht drohen. So wie er mit seiner Puze verhüllt da entlang kam, hätte ich schwören können, er grüßt mit Bruderschwester. Darum geht es nicht. Es geht um diese Statue. Ich möchte nicht, dass er weiß, wonach wir suchen. Lasst uns wieder fahren. Es ist ein Gott der Echsen. Wieso ist eigentlich immer alles was mit Echsen? Wollt ihr, dass wir zurückgehen und uns das ansehen? Wenn ihr die Treppen wieder nach unten gestiegen seid, vor eurem Beiboot steht und die Kinder, die dort auf euch warten, könnt ihr nochmal nach oben blicken. Wenn Jalan vorschlug, dass man nochmal zurückgeht und ihr könnt mittlerweile erkennen, wie dort 4-5 Kapuzengestalten stehen, die euch von den Klippen aus anblicken. Ja, ich denke, wir sollten gehen. Ja, ich denke auch, dieser Stein zeigt nichts Gutes. Eine Kröte. Sind das hier wieder irgendwelche Kultisten wie die in Lianka? Und Schlimmeres. Lasst uns zunächst ablegen. Wenn wir dann irgendwie seit einer Minute im Boden sind, mir gefällt das auch nicht. Wir kommen auf dem Rückweg wieder, ja? Ist dieses ganze Land verdorben? Es scheint wohl so. Wir wissen es nicht, aber wir werden es herausfinden. Lass die Leiter runter, sie kommen wieder! Willkommen an Bord, Kapitän. Das war ein kurzer Ausflug. Ja, in der Tat. Habt ihr in Erfahrung gebracht, wo dieses Sephianil ist? Nein. Man war vor Ort leider nicht sehr hilfreich. Wir fahren weiter. Ankerlichter! Halbes Segel! Wenn überhaupt so viel. Naja, gut. Hoffen wir, dass man uns am nächsten Ort besser auffängt. Bleibt diese verdammte Hexe. Avianda? Ja? Könnt ihr dieses Dorf auf der Karte markieren? Ja, natürlich. Dieses hier. Wie hieß es denn? Malonkach.
Malonkach. Ja, wird so aufgenommen und auf dem Protokoll vermerkt. Einwohnerzahl? 4. Ihr? Offiziell, ja, also. Ja, mindestens 5 geben. Verderbt. Okay, so notiert. Gut, dann habt ihr noch weitere Informationen oder soll ich das einfach so stehen lassen? Er schreibt Kröte dazu. Okay. Findet ihr nicht auch, dass diese Aranier seltsame Namen für ihre Dörfer haben? Seflanil, Malonkach, Yerkesh. Sie sind sehr alt. Aus dem Urtolaminischen, vermute ich. Ehrlich gesagt fand ich Torvasra seltsamer. Aber das ist ja auch kein eigentlich oronisches Dorf. Das ist ja später gegründet worden. Ja, natürlich. Die Einwanderer haben ihm den Namen gegeben. Ich weiß gar nicht, warum es hier so viele Torwale gibt. Vielleicht kann das unser Kaplan beantworten. Und Jaka waren ja auch eine ganze Menge. Zumindest ehemals. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde die Namen jetzt nicht merkwürdiger als die aus dem Mittelreich. Ihr wollt diese Namen ja wohl auch nicht mit guten mittelreichischen Namen gleichsetzen. Ich meine, Yerkesh klingt kein bisschen so wie das gute alte Kailarau. Schaut euch einmal Romulus an. Oder, was weiß ich, Bayern. Ihr sucht euch aber auch das Schlimmste aller Beispiele raus. Romulus ist... Reden wir nicht über Romulus. Reden wir über Hagensmoor. Nun, die meisten... Es heißt so, weil es Hagensmoor ist. Ist doch einfach. Nun, die meisten mittelreichischen Namen in zum Beispiel in Tobian sind auch verschliffen. Sie gehen auf älteren Ursprünge zurück. Ach, ihr wieder mit eurer Geschichte. Nun, hier heißt eben vieles mit Bad hinten, denn Bad bedeutet einfach nur Stadt. Ja, wie hieß dieses Rankarali irgendwas? Rankarali Retena. Aber das ist ja eine Elfenstadt. Ein furchtbarer Name trotzdem. Da wohnen ganz viele Zwerge. Ich wollte gerade sagen, seltsam, dass es eine Elfenstadt ist, wenn sie doch jetzt voller Zwerge ist. Ja, wir hätten das einfach in Rank umbenannt. Naja, aber die vielen Zwerge kommen wohl daher, dass es an der Hauptstadt, also an der Zwergen, an der Silberstraße liegt. Ja, ja. Die führt nach Zwerchen. Genau. Ah, ein Zwerch hat auch, Zwerch. Zwerch hat auch schon lange kein Silber mehr. Was? Lange? Erst seit ganz kurzem. Eine Stunde. Der Schock sitzt noch tief. Eine Stunde später. Ihr fahrt durch den Nebel immer an der Küste entlang, keine weiteren unmarkierten Dörfer, dann allerdings liegt vor euch Ras Nefedim, was Aviander ebenso wieder auf der Karte findet und euch dann Entwarnung geben kann. Ihr wisst zwar nicht, was das für Einwohner sind, aber es ist zumindest nicht Sefjanil. Könnt ihr da so weiterfahren. Ja, wir sind ganz schön weit mittlerweile. Wollen wir vielleicht hier nochmal an Land gehen und nach dem Weg fragen? Ja, wir sollten, bevor wir das Kap umrunden und dann zu weit gefahren sind. Ja, wenn wir so weitermachen, sind wir bald wieder in Janka, oder? Wir müssen schon halb da sein. Wir sollten auch bald auf Mittag zugehen. Oh, dann können wir doch mal im Tempel vorbeischauen. Ich glaube, eure Geweihte wird noch nicht angekommen sein. Aber ja, wir könnten. Lasst uns erst einmal an Land setzen. Vielleicht finden wir Informationen und im Minimum bekommen wir vielleicht was zu essen. Ja, wieso bin ich eigentlich der Einzige, der sich auf Janka freut, also... Und ein toller Ausflug. Nun ja, Janka ist Janka. Ich finde, es hat durch unseren Besuch dort bereits sehr gewonnen. Euch Anker setzen lassen? Nein. Ja. Riff die Segel und lass den Barber zu Wasser. Hey, Boltax, ich mag dich, aber ich tue das, was der Kapitän sagt, sonst krieg ich nur wieder Ärger. Ja, alles gut. Anker setzen lassen! Nimm den Segel raus aus dem Wind! Ja, wird das wieder so ein genauso langer Besuch wie gerade eben, oder? Ich hoffe, es ist erfolgreicher. Kommt auf die Einwohner an. Ich hoffe, dass es dort Einwohner gibt, die rotes Blut in den Adern haben, kein blaues. Ich wollte mich bei euch entschuldigen, dass ich euch Wasser in die Kleidung geschüppt habe. Bitte nicht töten. Ach, derselbe. Ne, lass gut sein, lass gut sein. Was meint ihr mit derselbe? Wir lernen ja alle mal. Aber komm, du kannst direkt mit runter und es nochmal versuchen. Okay, danke. Wollte das wirklich nicht. Das Paddel ist, glaube ich, kaputt. Pack hier lieber mal an, ja? So, mit dem Seil? Ja, so mit dem Seil. Und jetzt vorsichtig. Nicht loslassen. Aua! Nicht loslassen. Lieber ein Seil als ein Beil. 10 Minuten später könnt ihr Ras Nefedim betreten. Ebenso eine kleine Klippe, die ihr nach oben treten könnt. Und dann in einem doch wesentlich freundlicheren kleinen Fischeröhrchen steht.
Die Dorfbewohner kommen direkt auf euch zu und begrüßen euch dann eben auch der Standesgebühr nach. Ah, Maraban, Al-Abtal, Helden, Kapitäne, Piraten. Wollt ihr kaufen Obst? Yumkini, lecker. Ja, tatsächlich. Wie viel auf die Kiste? Orangen, Pfirsich. Die Götter zum Gruße, gute Leute. Ah, Raya und Fix mit euch. Wir sind hier wegen einer Auskunft. Wir suchen ein Dorf. Es soll Sefjanil heißen und irgendwo nördlich von Alborum liegen. Ist das hier in der Nähe? Die Augen werden groß. Ah, ihr wisst also, wovon ich spreche. Es ist ein Dorf im Norden von hier. Ah, es ist verflucht. Oh, ist das so? Geister gehen da um. Die Stadt ist verlassen. Das Dorf ist verlassen. Früher lebten da eine ganze Menge. Sicherlich 2 Dutzend. Jetzt sind sie alle fort. Oh, das erklärt, wieso es nicht auf unseren Karten war. Geister. Wir hatten schon befürchtet, wir wären zu weit gesegelt. Ihr seid sicherlich zu weit gesegelt. Dreht um nach Elberum. Das ist sicher. Och, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir haben einen kompetenten Magier dabei. Psst, Bartax! Dachte, ich hätte die Lektion gelernt, dass man sowas nicht vor sich herausperren muss. Ich hoffe, du hast diese Lektion gelernt. Kleiner. Jedenfalls, ich bin mir sicher, ihr hättet die Güte, uns ein wenig mehr zu erzählen, wenn wir euch eine Kiste von diesen hervorragend aussehenden Pfirsichen abnehmen. Mittlerweile wuseln zahlreiche Kinder um Rafim herum. Du, ich bin mir sicher, absolut vernünftigen Preisen. Erzähl uns eine Geschichte. Okay. Wie sehr kennt ihr euch damit aus, wenn man jemanden den Kopf abtrennt? Was? Naja, also, ich kann euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal im schönen ehemaligen Ohren. Wir waren in Janka. Wir hatten... Janka? Ja, 34 Piraten gefangen genommen und sie wurden alle gehängt. Ja, alle Kinder laufen weg. Ey, Rafim, die sind schon weg. Aber ich hab doch noch gar nicht das Geräusch gemacht, wo ihnen allen die der Nacken gebrochen ist. Das war eine gute Geschichte, oder nicht? Ich könnte wirklich gut mit Kindern umgehen. Zulamin legt Rafim die Hand auf die Schulter. Es war eine sehr gute Geschichte. Nicht sehr kindgerecht, aber... Och, Kinder sind doch sowas wie kleine Bären. Und Mira hätte die Geschichte gefallen. Verzeiht ihrer Gnaden, helft uns bitte. Was ist los? Ihr müsst helfen, ein Kind, was demnächst kommt. Und ihr müsst, habt ihr vielleicht noch 2-3 Tage Zeit und könnt die einsegnen? Helft bei der Geburt, ihr versteht euch darauf doch. Wir haben hier ist kein Zarpriester. Nun, das ist sehr bedauerlich, aber wir können leider nicht noch einige Tage warten. Aber geht ihr seid doch eine Geweihte. Geht es denn der Mutter gut? Ja, schon, aber eine Geburt ist ja immer gefährlich. Nun, ihr habt doch gewiss jemanden hier in der Stadt, der sich mit so etwas auskennt. Oh, nein. Ich hätte da eine Idee. 2-3 Tage. Ihr dürft doch bei uns schlafen. Wir holen euch frisches Heu. Also Strohbetten. Und ihr könnt Pfirsiche haben und Orangen. Und vielleicht finden wir auch noch etwas Silber für euch. Nun, ich würde einen Vorschlag machen. Also, wir helfen euch bei der Geburt des Kindes und ihr sagt uns, wo das Dorf Sifjanil ist. Norden von hier, mein Herr. Wir brauchen einen Führer. Kapitän Yamorenas, erinnert ihr euch nicht an die Dutzende Leichen, die in Alborum angeschwemmt sind? Ich glaube, wir haben die Zeit nicht mehr. Wir holen Avianda herüber. Nein, wir brauchen Avianda. Gerade wir werden einen Kompromiss machen. Ich habe eine Idee. Also, wir haben doch wirklich eine Menge an kompetenten Geweihten an Bord. Und einen Geweihten brauchen wir vielleicht nicht so dringend wie alle anderen sonst, weil wir ja noch die liebreizende Angroschminia haben. Und den könnten wir ja für die Dauer unseres Besuchs in Sefranil hier lassen. Der würde dann auch den Geburtssegen übernehmen. Habt ihr ein ganzes Boot mit Geweihten? Das ist ja hervorragend. Ihr habt vollkommen recht. Ich bin mir sicher, Bruder Aetilius wäre gerne ein paar Tage an Land. Ich sprach nicht von Aetilius. Hervorragend, dann ist es also beschlossen. Nein.
Ihr wollt doch nicht wirklich diesen Brummbär von Ingram Angroschgeweihten herüberholen? Doch, genau an den habe ich gedacht. Er kann so wie mit Kindern umgehen wie mit Bären. Ja, was soll denn jetzt Brummbär überhaupt heißen? Bären sind sehr edle Tiere. Wir haben außerdem überhaupt nichts mit dem Sack gemeint, der da unten in unserer Holzwerkstatt arbeitet. Außerdem ja, ich vergessen wir den Angroschgeweihten, den Ingram-Geweihten einfach, ja? Also. Genug. Wenn Juna, ihn nicht kann ihn hier schaffen, absetzen, ihr seid so liebenswürdig. Er wird in dieser Sache keine Hilfe sein. Wir können aber auch keine 3 Tage warten. Dort draußen lauert großes Übel, das auch Ras Nephidim bedroht. Führt mich jetzt zu der Mutter. Ich werde für sie beten und ihr den Segen der Göttin für die bevorstehende Geburt mitgeben. Dann aber müssen wir aufbrechen. Ihr seid so ehrenhaft. Kommt mit, komm mit. Sie zieht dich bei der Hand. Nun gut, zeig mir doch nochmal diese Pfirsiche, ja? Also der Ingram-Geweihte hätte auch noch ihre Hütten reparieren können. Jetzt haben sie diese Chance vertan. Danke, Yala. Götter im Himmel, Boltax. Was, ihr wollt unsere Hütten reparieren? Okay. Nein! Ihr bekommt hier ein ganzes volles Fass mit Pfirsichen. Seht ihr, Yala? Jetzt geht zurück aufs Boot und bleibt da! Denn ihr habt mir nichts zu befehlen. Fex ist groß, was er euch hierher gesandt hat. Lass uns zu Sulamin gehen und gucken, wo sie hingeführt wird. Ich glaube auch. Yalan, ihr regelt das. Ja, also Yalan wird ihr mit anfassen. Ich denke, wenn wir hier 1-2 Bretter anbringen und da vorne ja die Tür müssten wir mal wieder erneuern. Sicher, Raphim, ich bin doch immer froh, dir 2 helfende Hände zur Verfügung zu stellen. Oh, du mach dich doch nicht kleiner, als du bist. Du kannst ja auch mit den beiden was tragen. Du kriegst das schon hin. Na gut, fang an. Ja, Raphim kann derweil dann die Hämmer mit seinen bloßen Fäusten ins Holz treiben und dann versuchen, die Dächer zu reparieren. Muss gar nicht irgendwie auf die Wände oder sowas draufklettern. Du bist einfach groß genug, dass du sie von dort unten reparieren kannst. Derweil wird Sulamin in eine kleine Fischerhütte geführt, wo dann eine werdende Mutter auf einem kleinen Strohbett liegt und einen dicken Bauch. Sie hat nur noch einen Rock an, der dann auch schon ein bisschen hochgerutscht ist und eine Geweihte. Die Göttin mit euch. Wie geht es euch? Es tut weh. Ich hab gehört, ich soll mich hinlegen. Unsere Zarpriesterin ist schon vor ein paar Monaten weggegangen. Sie sagte, sie wollte nur kurz nach Easycash. Und ich aber glaube sie nicht. Ist nicht zurückgekehrt? Nein, es tut so weh. Ich mache immer diese Übung, wo ich mich auf die Knie hocke und dann atme und so. Und ich weiß nicht, ob das schon sowas wie Wehen ist oder so. Aber sie sagte immer, es kommt in Wellen. Es tut mir leid, ich verstehe davon wenig. Aber macht euch keine Sorgen. Nach allem, was man mir gesagt hat, ist eine Geburt ein völlig normaler Vorgang. Und auch die Schmerzen müssen nicht unbedingt heißen, dass das ein Grund zur Beunruhigung ist. Atmen. Sie hat gesagt, ich soll atmen. Was machen wir jetzt? Bleibt ganz ruhig. Setzt euch wieder hin. Entspannt euch. Seid ihr ein Zarpriester? Nein, ich bin Magier. Und ich bin ein Zwerg. Also, bleibt ganz ruhig. Boltax, habt ihr etwas in euren Beutelchen, um ihr etwas die Schmerzen zu nehmen? Etwas Leichtes? Ja, natürlich. Ich habe etwas Ilmenblatt. Gutes Ilmenblatt. Ich denke, das wird dir helfen. Verdünnt es ein wenig vielleicht. Ja, natürlich. Hier ein wenig Tabak und Ilmenblatt. Und daraus einen schönen... Oh, bitteschön. Soll ich das jetzt trinken? Nein, nehmt einen Zug davon. Ist das gut? Nur einen. Entspannt euch und atmet tief ein und aus. Sulamin massiert ihr ein wenig die Schultern, das kann sie immerhin, aber sonst fällt ihr dazu auch nicht viel ein. Nun, wo ist der Vater? Draußen, glaube ich. Er wollte Holz fällen. Holz fällen?
seine Frau ist schwanger, steht kurz vor der Geburt und er fällt Bäume. Was soll er sonst tun? Neben mir sitzen? Ja, aber mir die Männer haben zu arbeiten. Die Bauern haben auch zu arbeiten. Es ist ein einfaches Leben. Nun gut. Ja, wie wollt ihr ihr noch weiterhelfen? Also sie wird auf alle Fälle durch das Ilmenblatt beruhigt. Wollt ihr einen Glückssegen mitgeben oder sowas? Ich würde gerne Heilkunde-Seele-Probe würfeln, um sie einfach ein bisschen zu mental zu stabilisieren und zu beruhigen. Wir können Anatomie als Hilfsfertigkeit könnt ihr auch mal benutzen im Vorfeld oder so, um vorzubereiten. Sie kriegt auch noch eine Zigarre irgendwo hingelegt, soll gut fürs Kind sein. Für den Mann. Da man sich dann klar. Ja. Für sie, für den Mann, fürs Kind, wenn das dann da ist, können die sich aussuchen.